meine Freunde. Ich bin der Aramat, Johannes Schlederer. Und ich erzähle euch heute etwas, was ich unter Heilung und spirituellem Coaching so verstehe. Was gilt es überhaupt zu heilen? Wann sind wir nach irgendwem seiner Ansicht okay und wann sind wir nicht okay? Es geht darum, immer wie wir uns fühlen, ob wir in der Balance sind, in unserer Mitte sind, in unserer Gelassenheit sind oder ob uns was ablenkt von unserem reinen spirituellen Bewusstsein. Ob wir das Gefühl haben, wir müssen was, wir müssen gesund werden, wir müssen was erledigen, was checken. Oder ob wir ganz einfach aus Freude leben können. Also normalerweise, wenn wir von Heilung reden, heißt, wenn wir krank sind, und das kann jetzt natürlich krank auf unterschiedlichen Ebenen sein, also krank, körperlich krank und seelisch krank, geistig krank, emotionell krank. Und wenn wir nicht in unserer vollen Zellverbindung sind, merken tut man das meist selbst, wenn wir die Gelassenheit verlassen und sowas wie Stress aufbauen, Unruhe in uns haben, die Aufregung haben in uns, das äußert sich viel im Beurteilen und Bewerten aufgrund von äußeren Einflüssen. Ich habe das beobachtet, wenn Menschen zu mir kommen, dann gibt es immer einen Hintergrund, was sie belastet. Und der Hintergrund hat meistens etwas mit der Vergangenheit, mit dem Karma, mit der Seele zu tun. Wie wir unser geistiges Bewusstsein aktiviert haben oder wie wir im Außen unterwegs sind. Ich habe sie daher genannt, meine Lichtstrahl-Heiler-Ausbildung und Spiritual Evolution Coaching. Das heißt, Evolution Coaching, wo soll denn eine Evolution hingehen? Wenn ich jetzt betrachte, was Evolution ist, kann ich so einen Evolutionspfeil zeichnen. Ich entwickle mich von hier unten nach hier oben. Und was ist das Ziel hier oben? Ich sage mal, das ist die Einheit. Die Einheit, das göttliche Bewusstsein, die Quelle oder in kurzen Worten, ich will mich entwickeln zu Gott. Dass ich entweder in Verbundenheit bin oder so tief in Verbundenheit bin, dass ich meine göttliche Energie, meine schöpferische göttliche Energie, aber auch meine entscheidende göttliche Energie leben kann. Und wo ich hier starte, ob ich ganz von unten starte, was in unserem menschlichen Bewusstsein jetzt physische Krankheit heißen würde, oder geistige Krankheit, geistig oder physisch krank. Das heißt, mein Zellsystem ist in Unordnung, mein Zellsystem kommuniziert nicht mehr, mein Zellsystem hat Unterbrechungen und ich muss wieder etwas vernetzen, das heißt, hier ist Evolution angesagt durch Verbindung. Verbindung
Verbundenheit, Vernetzung, das heißt, ich vereinige alles. Und in meinem Verständnis ist Gott alles, was ist. Also, dazu zählt der Himmel, die Erde, das ganze Universum, Milliarden von Sternen, aber auch genau so dieses Flipchart, diese Blume des Lebens, dieser Stift, diese Brille, aber genauso zählt dazu du und ich. Wir sind ein Teil Gottes. Wenn wir das jederzeit nachvollziehen können, jederzeit leben können, in unserer Freude, in unserer Spiritualität und dieses Gefühl in uns integrieren können, wir sind alles, was ist oder da verbunden damit, dann sind wir auf diesem Verbindungsweg. Das heißt, wir sind auf diesem Weg, indem wir etwas verbinden, und wir sind auf dem gegenläufigen Weg, indem wir etwas trennen. Alles, was eine Trennung herstellt, ist ein gegenläufiger Weg zu unserer Evolution, zu Gott. Wir können da jetzt natürlich einsteigen bei Krankheit, wir können aber auch einsteigen bei unserem völlig normalen, gesunden Bewusstsein. Hier würde ich bezeichnen Gesundheit, normaler Status. Ein normaler Mensch, allerdings auf seine fünf Sinne beschränkt, auf seine Energie beschränkt, wie er hier in der dreidimensionalen Welt wirken kann. Wenn wir uns hier weiterentwickeln wollen, müssen wir daher in unserem Körper Zellen verbinden. Welche Zellen gilt es zu verbinden? Es gibt die Gehirnzellen, Herzzellen. Habt ihr gewusst, dass es ca. 40.000 Zellen, und zwar Gedächtniszellen in unserem Herzen gibt, die Erinnerungen speichern können? Sie sind um diesen intimen heiligen Raum unseres Herzens angesiedelt, den man so nennt die fünfte Herzkammer, ein winzig kleiner Vakuumraum in der Nähe der vierten Herzkammer, und in diesem Vakuumraum hat es mehrere hundert Grad Temperatur, nur weil der so klein ist und so wenig Masse drinnen ist, eben ein Vakuum ist, merken wir ihn nicht sehr. Nur wenn wir mit der Aufmerksamkeit hingehen. Und über diese Hitze können wir unsere persönliche Heilung beziehen, aber auch diese Heilung weitergeben und diesen Evolutionsschritt vorangehen. Damit entwickeln wir unser Gehirn von 4% der Gehirnzellen, die vernetzt sind, in Synapsen. Dieses Gehirn, unser Gehirn eines normalen, durchschnittlichen Weltbürgers, ist ca. zu 4% aller Gehirnzellen sind miteinander über Synapsen vernetzt. Das heißt, es fließt Strom und es ist auch ein chemischer Austausch da. Und was ist mit den anderen 96%? Ja, die liegen brach. Das ist einerseits traurig, auf der anderen Seite zeigt es uns, wir haben immenses Potenzial, wenn wir das entwickeln. Immense Freude. Das ist der Weg dazu. Von diesen 4% gibt es wieder etwa 99%, das zum Unterbewusstsein zählt. Und 1%
Bewusstsein. Das heißt, in unserem ganzen Gehirn haben wir nur 0,04% Bewusstsein auf das ganze Gehirn bezogen. Das heißt, wir haben 0,04% unserer Zellen unter Kontrolle, können sie steuern, können in unserer Gelassenheit damit umgehen, unsere Aufgabe hier bewältigen auf der Welt. Nicht die Aufgabe, die uns jemand anderer gestellt hat, sondern die sich unsere Seele auserwählt hat, als sie hier inkarniert ist, zur, sagen wir mal banal, zur Heilung dieser Welt, zur Heilung und Verbindung von anderen Menschen, diesen Weg zu gehen und anderen damit zu helfen. Alle Menschen, die sich derzeit damit beschäftigen, und mittlerweile sind das schon rund um die 40-50%, die sich mit Bewusstsein beschäftigen, von denen kann man ausgehen, dass sie eine Dienstinkarnation sind. Also hier einen Dienst auf der Erde bewirken wollen. Eben in Verbindung, Verbindungen herzustellen, anderen Menschen zu helfen, diese Verbindung herzustellen und diese Verbindung auch herzustellen zwischen den Menschen untereinander und zur Natur, zur Mutter Erde. Wir tun also einen Dienst an der Mutter Erde. Und das ist extrem wichtig und es ist höchste Zeit dafür. Im Moment haben wir viel nach Beurteilungen getan, nach kritischem Denken getan, besser sein zu müssen als andere, mehr leisten zu müssen. Und das hat die Erde in eine prekäre Situation gebracht. Also mittlerweile scheint die Erde sicher auf dem Rettungsweg zu sein, weil sich so viel verändert hat. Weil alles, was nicht mitgeht mit der Schwingungsanhebung der Erde, wird die Erde früher oder später verlassen oder hat sie schon verlassen auf Seelenebene. Was führt zu dieser Trennung oder wie entwickeln wir uns weiter? Die Zellen werden leichter. Wir entdichten uns. Das Entdichten hat natürlich auch einen Nachteil, wenn wir keine Alternative dazu kennen, wenn wir so leicht sind, so feinstofflich werden. Hier werden wir feinstofflich. Dann haben wir auch weniger Wirklichkeit, weniger Möglichkeit auf dieser Erde hier zu wirken, in der dreidimensionalen Welt was umzusetzen, was zu erklären, was zu tun. Und aus dem heraus ist es wichtig, die ganze Bandbreite zu haben, Menschen von hier, von der Dichtenebene abholen zu können und zu entdichten, dass wir die Wahl haben, uns zu entscheiden. Und da beginnt dann der Prozess der geistigen Kommunikation. Und ohne diesen Prozess der geistigen Kommunikation kommen wir nicht weiter. Unsere Seele muss reisen können. Seelenreisen finden dann statt. Die Seele muss sich bewusst sein, dass sie nicht an diesen Körper gebunden ist. Dass dieser Körper und unsere Seele, unser höheres Selbst, unterschiedliche Sachen sind, die jetzt für eine Weile zusammenwirken, aber die sich auch jetzt trennen können, vorübergehend trennen können, solange sie lose über diese Silberschnur verbunden sind. Und da geht es dann ins Channeling. Channeling heißt, ich kann einen Kanal, einen feinstofflichen Wahrnehmungskanal über Schwingungsebenen aufbauen, über Frequenzbandbreiten aufbauen zu unterschiedlichen anderen Wesen. Das sind inkarnierte Wesen, also Menschen, das sind Tiere, aber das sind auch feinstoffliche Wesen wie aufgestiegene Meister, Engel und in unterschiedlichsten Dimensionen. Wenn ich mich hier herauf bewege, ist das nur möglich, wenn ich den Weg gehe und andere mitnehme. Diese Verbindung geht nicht
nur für mich selbst. Das heißt, ich muss auch immer etwas weitergeben. Ich muss lehren. Ohne Lehren keine Entwicklung. Ohne dass ich das mit anderen teile, was ich habe, und ihnen diese Geschenke meiner Erfahrung zukommen lasse und auch zugleich bereit bin, Geschenke von anderen anzunehmen, im Wissen, mich mit anderen zu verbinden, das ist dieser Entwicklungspfad, der uns zur göttlichen Einheit führt. Und darauf ist mein ganzes Wirken in meiner Heilerausbildung aufgebaut. Ich sehe jede Heilerausbildung als eine persönliche Evolution. Diese persönliche Evolution heißt, jeder Mensch, der daran teilnimmt, hat bisher eine wunderbare Erfahrung gemacht und ist bereichert hinausgegangen. Diese Bereicherung heißt, er hat in sich selbst mehr Zellen verbunden und diese Zellen benutzt, auch selbst weiterzugeben, auch zu heilen. Teilen und heilen reimt sich sogar wunderbar und gehört zusammen. Und teilen, heilen und lehren sind ein wesentlicher Weg dieses Weitergebens, dieser Entwicklung. Wenn wir noch einsteigen einmal auf dieser unteren Ebene hier und uns von der Krankenebene wegbewegen, stellen wir uns die Frage, warum sind wir denn krank geworden? Warum sind wir entweder geistig krank oder warum sind wir seelisch krank? Und wie äußert sich diese Krankheit in geistiger oder körperlicher Form? Wenn ich betrachte unser Gehirn, die linke und die rechte Gehirnhälfte, dann ist unser Gehirn in unserer persönlichen Entwicklung bei unserer ab unserer Zeugung entstanden, dass sich erst einmal eine Eizelle bildet und diese Eizelle ist aus der Vereinigung von meiner Mama und meinem Papa entstanden. Durch die erste Zellteilung, und das ist genau der Lunge des Lebensprozess, den Sie, wo hinter mir die Blume des Lebens ist, die ist die Symbolik unserer Evolution, unserer persönlichen Entwicklung. Nämlich, wenn sich eine Zelle bildet und eine zweite Zelle und die zusammenwachsen, dann ist irgendwann einmal der Status, dass sie so übereinanderlappen und das ist der Beginn der Blume des Lebens. Und wenn sie dann zusammen die erste Zelle bilden, kommt es zur ersten Zellteilung und in dieser Zellteilung, in der nächsten Zellteilung und nächsten Zellteilung entstehen so unsere Zellen als Teil dieses Gehirns. Diese Zellen haben noch keine Kommunikation miteinander. Aber durch Reize aus unserem peripheren System über unser Spüren, über unsere Gefühle, über unser Sehen, über unser Schmecken, Riechen und Hören, verbinden wir durch die Reize diese Zellen zu Synapsen. Also zum Beispiel, wenn ich als kleines Baby in meinem Kinderbett liege und öffne das erste Mal so die Augen und sehe Umrisse und Farben von meiner Mama und höre zugleich, wie meine Mama zu mir sagt, hallo, schön, dass du auf der Welt bist, mein Schatz. Dann vernetzen sich zuerst einmal zwei Zellen, die Hörzelle und die Sehzelle. Und als dritte Zelle spüre ich dann die Gefühlszelle, wenn mich meine Mama streichelt. Und wenn mich meine Mama aus dem Kinderbett herausnimmt und ich rieche noch, wie sie riecht,
und sie stillt mich und sie schmeckt, ich schmecke sie noch, wie sie schmeckt, ist diese Vernetzung von Sinnesreizen im Gehirn nichts anderes als der Begriff Mama. Wenn eine Stunde später Papa kommt, dann hat er einen anderen Geruch, einen anderen Geschmack, wenn wir überhaupt an seine Haut herankommen, als stillen wir uns nicht. Und so bilden sich alle Begriffe wie Ball, wie unser Heimatort, Geschwister, Kino, egal in welcher Lebenssituation, jede neue Erfahrung ist eine Vernetzung unseres Gehirns. Bis 4% vernetzt sind, und da zähle ich auch jene Zellen dazu, die eine Ansteuerung und eine Wahrnehmung aus der Peripherie unserer Organe sind und unserer Drüsen sind. Das wäre dann das Unterbewusstsein. Wenn diese Zellen jetzt vernetzt sind, heißt das, dass aufgrund der Geborgenheit, die ich bei meinen Eltern genieße, aufgrund dieser Harmonie, ein harmonisches Feld entsteht, und das macht es möglich, dass die DNA, die da drinnen ist, in der Zelle, über die Zellmembran, diese Hülle in dunkel, in schwarz gezeichnet, sich austauschen kann. Und es erfolgt ein elektrischer, ein magnetischer und ein chemischer Austausch zwischen den Zellen. Und umso mehr Zellen vernetzt sind, umso freier sind wir, weil wir damit mehr Möglichkeiten haben. Also ich nicht so, wenn ich auf einer Autobahn von Berlin nach München fahre, und das ist der herkömmliche Weg, wenn ich sage, ich fahre jetzt mit dem Auto von Berlin nach München, nehme ich die Autobahn, weil das das Schnellste ist in unserem herkömmlichen Sinn. Aber ich könnte genauso die Landschaft genießen und über den Taunus, über Thüringen, über die Landstraßen fahren, oder sogar über Waldwege, dann würde ich noch mehr Vernetzungen bilden. Dieser DNA-Austausch, dieser Fluss in unserem Gehirn ist nur möglich, wenn die Zellmembran durchlässig ist, und das schafft sie nur, wenn ich in einem harmonischen Feld, in Geborgenheit bei meinen Eltern aufwachse. Aber dass das nicht permanent so ist, das wissen wir. Wir sind immer wieder Feldern ausgesetzt, wo wir Erfahrungen machen, die unsere Sicherheit gefährden. Ich bin zum Beispiel einmal im Hospital, wurde ich von meiner Mama getrennt und musste allein zum Arzt reingehen, und der hat mich dann auch verlassen. Ich hatte einen gebrochenen Arm. Und ich habe davon ein schweres Trauma bekommen. Das hat mit dem Alleinlassen zu tun, wenn ich noch nicht mit 4 Jahren so weit war, dass ich diese Geborgenheit in mir selbst aufrecht erhalten könnte. Das heißt, dieses Feld der Vernetzung hat sich gewandelt, hat sich verändert in meinem Gehirn, in ein Feld, wo eine isolierende Zellmembran war, ich zeichne die jetzt grün, und in dieser Zone, irgendwo hier im Gehirn, und das ist definiert, welcher Bereich für eine bestimmte Funktion in unserem Körper zuständig ist. In diesem Bereich wird also die Zellmembran isoliert, das heißt, es kann kein elektrischer Strom fließen, es kann kein magnetischer Austausch erfolgen und es kann kein chemischer Austausch erfolgen zwischen den Zellen. Wir haben zwar eine DNA da mit Informationen über unser Dasein drinnen, die Aminosäuren hängen dran, aber der Austausch über diese Antennen der Aminosäuren und durch die Zellmembran hindurch ist nicht möglich, weil diese Zellmembran isolierend ist. Wodurch entsteht das? Dies entsteht durch Konflikte.
Konflikte, und zwar meistens emotionale Konflikte, Emotionen, wo ich nicht in der Geborgenheit meines kindlichen Daseins bin. Das kann jetzt sein, Gewalt. Gewalt ist ein Revierkonflikt. Da geht es in mein Feld eindringt, bis zu meinem Körper eindringt und mir Gewalt antut. Aber das kann auch ein Missbrauchsthema sein, ein sexueller Missbrauch oder Vergewaltigung. Da geht es extrem, ist eine extreme Revierverletzung. Aber eine leichtere Revierverletzung würde bedeuten, ich werde beim Spielen gestört. Jemand dringt in meinen intimen Bereich ein und ich werde in meiner Geborgenheit so verletzt. Also das sind alles Revierverletzungen. Es gibt auch Trennungserlebnisse. Und diese Phase, wo wir da sehr sensibel sind, beginnt schon am Anfang unserer Schwangerschaft, wenn unsere Mutter mit uns schwanger ist. Wenn die Oma zum Beispiel stirbt oder krank ist, in der Zeit, als unsere Mama mit uns schwanger war, hat sie Stress, dann hat sie Leid und wir bekommen diese Schwingungen mit ab und können nicht in Geborgenheit heranwachsen und unsere Zellvernetzung kann sich nicht gesund entwickeln. Wir erfahren genauso Verlusterlebnisse. Wenn zum Beispiel der Teddybär verloren geht, dann ist das wie, wenn wir die erste Beziehung getrennt bekommen. Es kann sein, dass wir dann Verlustängste haben in Beziehungen. Weil was ist unsere erste große Liebe nach Mama, Papa und vielleicht den Geschwistern? Ist der Teddybär oder die Kuschelkatze, das Stofftier. Wenn wir andere lieb gewordene Dinge oder Lebewesen verlieren, vielleicht einen Hund oder eine Katze oder ein Tier. Revierkonflikte hatten wir schon, Selbstwertkonflikte. Wenn wir als kleines Kind erfahren, dass uns jemand sagt, du bist dumm, dann können wir nicht mit unserem Gehirn in dieser Entwicklungsstufe argumentieren, dass er das gar nicht so ist, sondern wir bekommen das als Information drüber geschüttet. Es geht in unser Unterbewusstsein, in den nicht kontrollierbaren Teil des Gehirns. Und das muss man sich zu Gemüte führen. Wir können nicht diskutieren, wir können nicht reden über unser Unterbewusstsein, weil wenn wir darüber reden und es wahrnehmen wollen, müssen wir die Kontrolle aufgeben, um in den nicht kontrollierbaren Teil des Gehirns zu kommen. Nur wissen wir dann nicht mehr, was wir wollten. Also brauchen wir da immer Hilfestellungen, einen Spiegel, ein Erkennen, eine neue Erfahrung. Und so verursacht dieser Selbstwertkonflikt, dass wir da genauso eine löchrige Zone, ich sage immer einen Ditschka, der alte Wiener tschechische Ausdruck für Delle, wir haben da eine Delle, einen Ditschka im Gehirn. Und durch jede dieser Konflikte erfahren wir so einen Ditschka, in der Fachsprache heißt das Läsion. Also wir sind in unserem Unterbewusstsein voll getrennter Zellen dieser Art. Natürlich geht das nicht spurlos an uns vorbei. Was gibt es noch? Besudelungskonflikte. Wir werden beschuldigt einer Tat, eines Vergehens, das wir nicht begangen haben. Es wird uns Schuld aufgeladen. Ich stelle immer wieder fest, dass in Familien, die sich da sehr extreme Ereignisse abgespielt haben können, und wir können die sehr gut durch Familienaufstellungen und systemische Betrachtung und Wahrnehmung erkennen, in unserem Gefühlsbereich. Unser Gefühlsbereich ist näher am Unterbewusstsein als unser logischer und kritisch beurteilender Denkbereich. Nachdem unser Gehirn aber ja nicht losgelöst von unserem Körper
frei in der Luft herumhängt, sondern zufällig rein, zufällig in einem Kopf drinnen ist. Und der Kopf auf einem Körper drauf sitzt, dieser Mensch ist etwas aus der Proportion geraten, aber ihr wisst, was gemeint ist. Und dieser Körper hat eben eine Lunge, hat eben ein Herz, das links, ja, hat eben unterschiedliche Organe wie eine Leber oder Nieren oder Eierstöcke, Hoden und einen Darm, eine Bauchspeicheldrüse, eine Schilddrüse und wie gesagt Eierstöcke, Hoden. Das ganze Drüsensystem ist die chemische Produktion und chemische Einflussnahme in unseren Körper und wird über unser Nervensystem aus dem Hirn gesteuert und direkt untereinander auch mit Nervenleitungen von der Hypophyse und der Epiphyse. Also Epiphyse ist weiter hinten im Kopf, die Zirbeldrüse und die Hypophyse, die Hirnanhangdrüse. Das ist das Steuerungssystem unseres Körpers. Wenn also jetzt durch einen Konflikt ein Teil unseres Gehirns im Unterbewusstsein lahmgelegt ist, dann merken wir das. Und dann merken wir das aber nicht direkt, sondern durch ein komisches Gefühl, durch ein Unwohlbefinden, durch zum Beispiel sowas wie einen Kloß im Hals, einen Druck auf der Brust, ein Plexus, ein Angriff auf unseren Bauch, auf unseren Unterleib. Weil hier die Ansteuerung nicht mehr gegeben ist von diese Steuerleitung ins periphere Nervensystem kann mit der Zeit verkümmern, wenn es längere Zeit nicht genutzt wird und die Schilddrüse kann nicht mehr ihre volle Funktion ausüben. Und wir bekommen zum Beispiel sowas wie eine Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenüberfunktion. Es wird eines der Thyroxinhormone, D4, 5, 6 meistens, zu viel oder zu wenig produziert. Und wenn wir uns herkömmlich zu einem Arzt begeben, dann geht der nicht auf die Gehirnfunktion, dann müssten wir direkt zum Neurologen gehen. Aber nachdem wir ja das Symptom hier haben, gehen wir zu einem Hormonspezialisten, zu einem anderen Arzt und der beeinflusst die Schilddrüse. Das heißt, wir bekommen normalerweise ein Hormon verschrieben. Aber um die Ursache kümmert sich niemand. Jetzt ist die Frage, wieso kommen wir überhaupt mit Menschen zusammen, die uns so behandeln? Und das ist die Ursache, die oft aus einem früheren Leben und der Vergangenheit damit stammt. Das Wort Karma ist aus dem Sanskrit und das Gesetz des Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt, was ich einmal in einem vergangenen Leben als Täter verursacht, zu heilen. Ja, ihr werdet sagen, ja, das Opfer ist ja jetzt nicht mehr da. Aber wir haben vielfach die Möglichkeit, hier auf der Erde unser Leben so zu leben, dass wir in dieser Heilung von Bedürftigen sind und die stehen für die Opfer. Manchmal sind sie sogar die gleichen Seelen, die jetzt wieder inkarniert sind. Aber es gibt natürlich auch einen Täter, der uns das
antut, das wir das spüren, das sind diese wundervollen Wesen, die sich als Partner, als Arbeitgeber in unserem Umfeld, als Nachbarn zur Verfügung stellen, um uns in der Verletzung unseres Körpers, unserer Emotionen, daran zu erinnern, dass wir ein altes Karma, eine alte Ursache offen haben. Meine Oma war zwar eine weise Frau, eine sehr weise Frau, aber sie hat das Wort Karma nicht gekannt. Für die war der Satz gültig, die Suppe, die du dir einbrockst, musst du auch auslöffeln. Und das gilt auch übergreifend für andere Leben, aber auch in diesem Leben. Wenn ich jetzt also inkarniert bin an einem Platz, wo ich von Tätern diese Erfahrungen mache, das sind lauter Erfahrungen, und weil sie keine angenehmen Erfahrungen sind, sondern negative Erfahrungen, sind Täter notwendig, die sich zur Verfügung stellen und uns diese Situationen aufbereiten. Wenn das jetzt gelöst ist, trennt sich damit auch der Nervenstrang und das Organ wird krank. Da ist jetzt vielleicht dann die Bauchspeicheldrüse betroffen, da ist dann vielleicht irgendwann einmal die Leber fällig, weil die mit dem vielen Entgiften nicht mehr mitkommt. Und jedes Organ hat ein zugeordnetes Thema, das wir als Überbegriff in der Erfahrung Psyche nennen. Also dieser psychische Aspekt ist ein Thema. Der zweite Teil, wo wir das verursachen, ist im Gehirn. Der dritte Teil, wo sich die nicht angesteuerte Nervenleitung und damit das nicht mehr angesteuerte oder falsch angesteuerte Organ ergibt, ist im Körper. Nerven an sich, die haben da schon oben ihre Wirkung, aber das periphere Nervensystem, das den die Wirbelsäule entlang nach unten geht, und daher ist es ganz sinnvoll, auch eine Klärung dieses peripheren Nervensystems durchzuführen, indem wir zum Beispiel die Aufrichtung unserer Wirbelsäule darum bitten. Die Aufrichtung der Wirbelsäule macht nichts anderes als uns aufrichtig. Das heißt, das ist eines der wesentlichen Themen unserer derzeitigen Gesellschaft. Aufrichtig zu sein, in Klarheit und Wahrheit, nach meinen höheren Selbsten, nach meinen innersten Gefühlen und nach meinen Seelenwerten zu leben. Und dazu zu stehen, nicht in Außenorientierung des anderen recht zu machen. Der vierte Teil, der diesen sogenannten Quadrolatex verursacht, ist das Umfeld. Unser Umfeld ist noch immer sehr mit uns in Verbindung und da zählt dazu auf der einen Seite die Räume und Häuser, in denen wir leben, und auf der anderen Seite die Menschen, diese wundervollen Wesen, die sich umgeben und die uns umgeben und immer dann da sind, wenn wir sie brauchen zur Erinnerung, und die Partner, die Eltern, die Geschwister, die Kinder, die legen schnurstracks den Finger direkt in die größte Verletzung und machen das Gleiche wieder, was unsere Eltern schon nicht erledigt haben. Das heißt, sie erinnern uns dran, und aus dem Grund können wir dankbar sein und an uns arbeiten, nicht sie verurteilen.
Ebenso hat eine Wirkung auf uns die Räume, in denen wir leben. In welche Richtung, wie wir unsere Eingangstür eines Hauses haben, wie wir das Haus auswählen, welches Haus wir auswählen, wo sind die Eingangstüren, wo sind die Feuerstellen, wo sind die Kochstellen, wo sind die Badezimmer und WCs, also das Wasserelement. Und jede Himmelsrichtung hat ein Element zugeordnet. Der Nordosten, das Wasser. Der Nordwesten, die Luft. Der Südwesten, die Erde. Und der Südosten, das Feuer. Es ist wichtig, das Feuerelement im Haus zu beleben, damit es der Frau des Hauses, der weiblichen Energie, gut geht, damit die genug Energie bekommt. Die nordwestliche Ebene muss sehr luftig sein, sehr frei. Im Norden, wenn du den Norden belegt hast, kann die neue Energie, die Kommunikation nicht hereinkommen, die dann oft etwas Neues bringt für dich, neue Erkenntnisse bringt, dir Erfolg bringt und dich nähert. Und wenn du ein sehr niedriges Niveau hast oder einen Abfall des Hauses, also wenig Masse hast im Südwesten, hast du wenig Erde und wirst früher oder später Schwierigkeiten bekommen mit der Materie, das heißt mit dem Geld und dadurch auch mit dem Erfolg. Wasser ist die Gefühlsebene und ein offener Nordosten lässt sehr viel Licht am Morgen in das Haus hinein. Wenn ihr vor dem Haus noch einen Brunnen oder einen Springbrunnen oder eine Wasserfläche habt, dann wird dieser morgendliche Sonnenstrahl, der auf euer Haus fällt, noch vervielfacht durch die Spiegelung und Reflexion. Man bezeichnet das, was man da betrachten kann, noch als Vastu in der indischen Lehre, die Architektur vom Wohnen im Einklang mit den fünf Elementen. Das fünfte Element ist der Äther, der Himmel, und der ist das, was das alles verbindet. Und auf der anderen Seite, von der chinesischen Form her, ist es Feng Shui. Und da sind natürlich im Umfeld als Erste die Partner, die das wichtig machen. Oder? Das heißt, unser Gehirn, unsere Organe, unser Umfeld, unser Haus und unsere Menschen, mit denen wir leben. Und das, was wir in der Psyche erfahren haben, und das wieder mit dem Gehirn, weil es das, was wir erfahren haben, diese Traumas genau den Platz definieren, wo im Gehirn diese Lösung, diese Läsion, dieser Tischke stattfindet und das wieder genau definiert, welches Organ betroffen ist in der Unterversorgung der Fehlfunktion, was Krankheit bedeutet. Also, wenn wir eines dieser Elemente wissen, können wir auch auf die anderen Einfluss nehmen. Das heißt, ich kann diese vier Elemente Psyche, Umfeld, Organ und Gehirn betrachten, wie wenn sie mit unsichtbaren Gummibändern verbunden werden. Wenn wir nur zum Psychotherapeuten gehen, dann wird das zu wenig sein. In einer Gesprächstherapie, in Erfahrungen, bekommen wir ein bisschen was vernetzt, aber dass das nachhaltig eine Synapsenverbindung erschafft, ist zu wenig. Daher sagen Psychotherapeuten, man muss, wenn man Psychoanalyse macht, mindestens 5 Jahre in Psychoanalyse gehen, um eine nachhaltige Wirkung zu erfahren. Wenn wir aber allerdings parallel mit dem Gehirn arbeiten, zum Beispiel in Kraniosakralarbeit, und da arbeite ich gerne mit Kristallen, wo ich mit einem Kristall direkt über die Kopfoberfläche wandere, etwa in einem Abstand von 3 bis 5 cm, und meine Herzensenergie hier einfließen lasse.
Herzensenergie und Energie meiner herzorientierten Aufmerksamkeit in Verbindung mit meiner dritten Auge, meiner Zirbeldrüse, ist überhaupt die Heilenergie, wo ich anderen helfen kann, wenn die bereit sind, ihr Karma zu lösen, das heißt für ihre Taten Verantwortung zu übernehmen. Nur dann darf ich da unterstützend eingreifen. Also Kranio-Sakralarbeit wäre hier angebracht, Kristalltechniken. Als ich vor ca. 10 Jahren einmal mit Schwingungsenergie für Menschen Heilmedien wie Kristalle, Homöopathika, Bilder und andere Energieträger ausgetestet habe, habe ich einmal ausgependelt und auch mit Muskeltest nachvollzogen, für einen Mann einen bestimmten Kristall, und bei mir hat jeder Kristall eine Zuordnung gehabt, eine Bedeutung gehabt, was dieser Kristall im Leben dieses Menschen an Erfahrungen bedeutet. Ne? Zum Beispiel ein Schneeflocken-Obsidian ist ein traumatisches Erlebnis. Ein traumatisches. Ne? Aber ich habe da eine kleine Kristallspitze ausgetestet, die ich noch nie vorher gesehen hatte. Und ich habe meine Engel gefragt, okay, was ist das für eine Bedeutung? Was soll der Kristall? Und wie aus unsichtbarer Hand geführt, haben mir die Engel meine Hand über den Kopf meines Klienten gezogen und ich bin kreisend mit dem Kristall über den Kopf gewandert. Und das war ein Mann, Anfang der 50, ca. 50 Jahre alt, und der hatte Borreliose schon im fortgeschrittenen Stadium und hat jedes Mal einen Seufzer gemacht, wenn ich an eine bestimmte Stelle gekommen bin mit dem Kristall. Und auf meine Frage hat er gesagt, jedes Mal, wenn du da bist, sehe ich wieder klar und nicht verschwommen wie sonst die meiste Zeit. Also habe ich so mit ihm gearbeitet. Der konnte seine Pensionierung, seine krankheitsbedingte Pensionierung zurückziehen und wurde so von Borreliose in Selbstheilung geheilt. Ich habe ihm nur geholfen, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Energien zu legen. Er war bereit und hat das Karma, was er dafür eingebüßt hat, nämlich er hat in Vorleben sich an Kindern versündigt und musste jetzt als Lehrer dies wieder gut machen. Als ihm das bewusst geworden ist, und er dazu gestanden ist, hat er seinen Heilungsweg selbst dann vollziehen können. Also geht der Prozess wieder dahingegen, dass ich mit dieser Kristalltechnik oder Kraniosakralarbeit diesen Rückwärtsprozess wieder mache und durch Herstellung eines harmonischen elektromagnetischen Feldes diese Zellen wieder zulassen einer Vernetzung, wenn die entsprechenden Reize gemacht werden. Das heißt, durch das Tun, durch das Wiederverwenden in der Peripherie, indem ich was tue, was vollbringe, was genau dieses Weitergeben und diese Lösung des Karmas in diesem Leben ist, kann ich die Heilung dann selbst herbeiführen. Meine Erfahrung lautet, wenn wir mit drei von diesen vier Energien im Umfeld, der Peripherie, also im Umfeld heißt, würde heißen in dem Feld, die Betrachtung der Menschen in der Kommunikation und die Betrachtung und Lösung von was du fehlern. Das heißt, Feng Shui fehlern, weil ich nicht erkannt habe in meinem unbewussten Zustand, als ich mir das Haus gekauft habe, dass eine Ecke fehlt. Und ich jedes Mal, wenn ich bei Dunkelheit heimkomme und hier hereingehe, nicht wahrnehme, dass eigentlich eine Ecke des Hauses im Finstern ist, ein halbes Jahr lang im Winter.
und damit meine Aufmerksamkeit nicht in einen bestimmten Gehirnbereich gelegt wird. Wenn ich hier jetzt einen Akupunkturpunkt setze, indem ich ein Licht anzünde und was beleuchtet dort, was mir Freude macht, aktiviere ich dieses Gehirn hier. Und wie wir von diesen, mit diesen Quadrolatex nenne ich diese Struktur, weil wir vier Bereiche miteinander parallel bearbeiten und verbinden müssen. Also Quattro heißt vier und Latex ist wie das Gummiband, dass sich sonst gegenseitig diese Energien beeinflussen. Und wenn ich mich zu viel dem Umfeld wieder aussetze und mein Gehirn, meine Psyche, meine Erkenntnisse in der Sprache hier und meine Organe, wo sehr viel über Entgiftung drinnen ist, weil diese sauren Schlacken, die sich hier an den Organen und an den Nervensträngen anlegen, müssen wieder beseitigt werden. Wir müssen die Schwermetalle, die ungesunde Nahrung, die Fett-Zucker-Verbindungen wieder aus unserem Körper herausbekommen. Das ist Inhalt dieser Heilungsausbildung, die aus diesem Grund auch 20 Monate dauert. In diesen 20 Monaten lernen wir extreme Coaching-Weisheiten. Durch Coaching und Fragetechniken in Verbundenheit mit systemischer Arbeit. Das heißt,